In Lübsdorf hat er sich eine Kindheit nachgebaut. Eine Idylle, die er nie gehabt hat. Zwischen ihm und der Realität, so kann er es heute benennen, hat seit frühester Jugend eine Wand gestanden. Ein Schweigen, wie ein schwarzes Tuch, das alles zudeckt. Erinnerungen, Gefühle, Abgründe. Heute, mit 64 Jahren, muss er endlich nicht mehr vor sich selbst weglaufen. Die ganz tiefste Ursache, das klingt jetzt ein kleines bisschen prätentiös, ist, dass wir, oder dass ich das Gefühl hatte, wir waren gar nicht die richtigen Kinder unseres Vaters. Und das richtige Kind, das liegt in Australien, ist im Grab. Und dass er sich da immer hineingeträumt hat in diese andere Situation und in dieses, nicht das andere Kind, aber dass wir waren ein Ersatz. Mein Vater hat dieses Wort anstatt auch so oft gebraucht, ich habe es damals auch gar nicht begriffen, aber der hat es ja selber auch nicht begriffen, aber anstatt, wir waren ein Surrogat. Und dieses Wort anstatt, das geht durch meine ganze Kindheit. Dieter Radloff, Jahrgang 1950. Vom früheren Leben seines Vaters Fritz weiß er nichts, spürt nur immer wieder eine erdrückende Last und dass Mutter Gertrud kaum Liebe geben kann. Spürt ein schwarzes Loch. Mein Vater hat alle Energie unserer Kinder, von uns Kindern, also von meiner Schwester und mir, aufgesaugt. Wir mussten ihn immer stabilisieren. Ne? Wir mussten ihn ja immer loben. Der war so fragil, dass wir ihn immer loben mussten. Den ganzen Tag, stellen Sie sich vor diesen Stress vor. Wenn mein Vater fuhr, ne, im DKW, in diesem Zweitakter, ne, da wurde er vom Start bis zum Zielpunkt gelobt, wie schön er fährt. So. Und das war immer so. Also der Fachbegriff wäre da zum einen Parentifizierung. Das heißt, die Kinder kommen natürlich dann unbewusst, wohlgemerkt von den Eltern, in eine Position, dass die Kinder die Eltern beeltern müssen. Womit sie natürlich als Kinder völlig überfordert sind, ja, was natürlich eine erhebliche Verletzlichkeit schafft, weil eigentlich müsste es genau umgekehrt sein. Die Familie lebt in der westlichsten Stadt Deutschlands, in Aachen. In guten Momenten raunt Vater Fritz dem kleinen Dieter geheimnisvoll Neustrelitz zu. Sehnsuchtsort, tief im Osten und Stätte der größten Vernichtung für den Vater. Hat nur den Namen der Stadt gesagt, nur Neustrelitz. Nichts weiter. Glambecker See, der Name war mir unbekannt. Dann, als ich Neustrelitz entdeckte, dann habe ich erst gespürt, gemerkt, wie nah das alles beieinander liegt. Das Haus Augustastraße 22, die Kaserne, wo es passiert ist, und dann der Glambecker See in unmittelbarer Nähe und erreichbar und fassbar und ganz nah. Dieter Radloffs Vater war schon früh ein Nazi. Ein glühender Hitlerverehrer, schon als 18-Jähriger. Für das Deutsche Reich zieht er in den Krieg. Fritz Radloff, Junge aus gutem Haus, aufgewachsen im Hotel Zentral in Neustrelitz. Im Sommer 1944 heiratet er Gertrud Tabbert, seine große Liebe. Geht zurück an die Front, verteidigt im Mai 1945 noch aus dem Führerhauptquartier das Deutsche Reich. Da sind die Sowjets schon in Berlin und in Neustrelitz. Vergewaltigen dort die kleine Schwester von Radloffs Frau Gertrud. Die Familie kann mit dieser Schande nicht leben. Alle wollen sterben. Die hochschwangere Gertrud ertränkt sich und ihr ungeborenes Kind im Glambecker See, mit Steinen an den Füßen und in den Manteltaschen. Fritz Radloff schlägt sich durch nach Hause, beerdigt, als der See im Sommer die Leichen endlich freigibt, seine Gertrud auf dem Neustrelitzer Friedhof. Wird seine Geschichte später für eine neue Frau aufschreiben. Der Sohn darf das Kriegstagebuch erst nach dem Tod der Eltern lesen. Ich habe es gar nicht geglaubt, ich fand es unfasslich. Ja, dass mein Vater ein Vorleben gehabt hat, gut, für Kinder ist das nie vorstellbar, aber dass mein Vater, das ist für mich immer noch unvorstellbar, unfasslich, immer noch was Neues und immer noch ein Riesenerstaunen. Das ist, betrifft viele dieser Generationen und da haben wir natürlich auch als dann nochmal Nachgeborene manchmal auch Schwierigkeiten, das zu verstehen, weil einfach doch der Spielraum, der möglich war für Emotionalität und Regulation in einer Beziehung, war extrem eng. Fritz Radloff geht 4 Wochen nach der Beerdigung seiner Gertrud auch aus Angst vor Verfolgung durch die Sowjets in die amerikanische Besatzungszone, nach Aachen. Beginnt ein neues Leben mit einer neuen Frau. Die schritt vor ihm her, im großen Hut, dann ist er hinterhergestiegen. Ja,
Dann hat er erfahren, dass sie eben Gertrud hieß, Metzgers Tochter war und eine jüngere Schwester hatte. Parallele zur ersten Frau, die hieß Gertrud, war Metzgers Tochter und hatte eine jüngere Schwester. Und praktisch war das der Wink des Schicksals. Der zweiten Gertrud erzählt der Vater von der Tragödie in Neustrelitz. Die Idylle trübt. Dieter wird oft vom Vater geprügelt, die Mutter schützt ihn nicht. Diese lähmende Traurigkeit der Eltern, meines Vaters, hat sich übertragen auf meine Mutter. Auch diese Verlogenheit, ne? Es wurde ja nie darüber gesprochen, es wurde immer verdeckt, zugedeckt. Es wurde immer nur über Dinge gesprochen, die konfliktfrei sind. Bei den Kindern der Kriegstraumatisierten, da war, denke ich, unbewusst sehr früh spürbar, dass die Eltern wenig belastbar sind und dass sie ihnen möglichst wenig Sorgen bereiten. Und daher haben die Betroffenen häufig wenig Autonomie gelebt. Seit er die Geschichte seines Vaters kennt, fühlt sich Dieter Radloff befreit. Als Kind hat er gestottert, ist später mehr als 30 Mal umgezogen. Jetzt kann er nach Neustrelitz fahren, die Orte von damals aufsuchen. Er pflegt jetzt zwei Gräber in Deutschland, auf denen der gleiche Name steht. Gertrud Radloff. Das Grab der ersten Gertrud soll einmal seins werden. Das Grab in der Stelz ist sozusagen eigenartigerweise ein richtiges Zuhause. Ja, weil das ist das Wahre. Da kommt mein Vater her. Ich habe meinen Vater gesucht und hab das, ne, in Aachen, das war immer alles nur Surrogat. Und das richtige Leben, das ist in der Stelz gewesen.